Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind heute in Belchheim auf dem Weg nach Böttcher. Mit dabei ist der Ted. Und ich melde mich, sobald wir angekommen sind. Ja, wie ihr sehen könnt, sind wir auch angekommen. Und guckt euch doch mal diesen traumhaft schönen Eingang an. Guckt euch mal diese mega Halle an. Ich glaube, ich bin im Paradies. Einfach überwältigend. Ich wusste gar nicht, wo ich so zuerst filmen soll. So überwältigt war ich. Das ist wohl das größte Garnelenbecken, was ich je gesehen habe, mit so vielen Meeresgarnelen. Ja, und nebenan war ein Becken mit Fischen, Doktoren, Lippfische, Riffbarsche. Habe ich gesehen. Es waren nicht unbedingt viele Fische da. Er sagte, es kommen bald neue. Im Moment ist Importprobleme, glaube ich auch. Aber der Doktor war auch schön. Habt ihr auch die kleinen Doris gesehen? Einfach nur geil. Und eine riesengroße Auswahl an Korallen waren da. Unter anderem hier jede Menge Gehirnkorallen habe ich gesehen. Daneben habe ich, glaube ich, jede Menge Schalis gesehen. Also guckt euch doch mal diese traumhaft schönen Tiere an. Einfach nur geil. Hier noch mal Gehirnkorallen, eine Nummer kleiner, Fragmente. Da möchte man sofort zuschlagen, liebe Leute. Guckt euch diese Schönheiten an. Und noch mehr traumhaft schöne Gehirnkorallen. Und noch mehr Gehirnkorallen. Ich kann euch sagen, ich war auf jeden Fall überwältigt. Ich wusste wirklich nicht, wo ich hingucken sollte. Weil überall nur richtig schöne Tiere. Und ich muss ganz ehrlich sagen, nicht unbedingt teuer. Hier habt ihr mal Fungias in sämtlichen Formen. Helifungias waren auch dazwischen. Und vor allem in sämtlichen Farben. Leute, tut mir leid, wenn das flackert. Das ist richtig schwer, überhaupt diese Vielfalt und Farbenpracht mit dem Handy darzustellen. Also mein Handy hatte unter dem Licht leider Gottes richtig große Probleme. Schöne Kaulastrea. Hier neben wieder Gehirnkorallen. Ihr wisst, mein Favorit, Lobophilias, Montis in Rot. So viel geile Korallen. Ich muss sagen, der Besuch bei Böttcher hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich werde auf jeden Fall nochmal hinfahren. Allein, weil es so viel Auswahl gab. Hier, es gab auch Weichkorallen. Es gab Krusten. Also es war wirklich was für je der Preiskategorie, will ich mal behaupten, dabei. Hier haben wir übrigens wieder Lobophilias. Eine Nummer größer. Ja, hier haben wir nochmal Kaulastrea, große Stücke. Vorhin habt ihr sie ja schon klein gesehen. Hier haben wir Kammkoralle, nochmal Gehirnkorallen. Also, guckt euch die Stücke an. Von denen hätte ich gerne eine Nummer kleiner was mitgenommen, aber hat er nicht da gehabt. Hier Bartkorallen, auch wunderschöne Exemplare. Also, ich war wirklich überwältigt.
ihr seht selber, es sind unzählige Korallen, die er da hat. Und eine schöner wie die andere. Also ich kann euch nur den Tipp geben, fahrt selber mal hin, guckt euch das Ganze live an. Für den einen oder anderen der interessante Teil mit den Ophidien. Ich kann euch sagen, leider Gottes hat das Licht mir einen Strich durch die Rechnung gemacht, dadurch habe ich das Flackern. Ich konnte die Farben leider Gottes nicht richtig einfangen, aber auch hier eine schöner wie die andere. Es war wirklich was für jeden dabei. Also im Laden war so eine Ecke mit so zwei, drei Schaubecken und ich kann euch sagen, die waren richtig schön eingerichtet. Einmal ein LPS-Becken, ein Weichkorallenbecken, wie ihr seht. Und es waren richtig schöne Tiere da, die man da sehen konnte. Mir haben die Schaubecken sehr, sehr gut gefallen. Er hatte auch eine sehr gute Auswahl an Weichkorallen da, was man auch nicht immer sieht. Ja, und hier kommen wir mal zur Kategorie Kleintiere. Hier, wie ihr seht, sind Seeigel drin. Es sind Seesternenfarn. Schnecken waren da drin. Auch mehrere Becken, wo halt diese kleinen Tierchen da waren. Seegurken waren da. Also es war wirklich eine riesen Auswahl an Tieren da. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Wir sind hier heute in Belchheim auf dem Weg nach Böttcher. Mit dabei ist heute der Dennis. Nee, Schnitt.